Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Feljack und wir spielen eine weitere Folge von Craft the World. Ja, ich habe mir gerade noch mit einem Gold noch ein Eisenerz gekauft. Habe natürlich schon wieder ein Gold, wie auch immer, wo ich das schon wieder weg habe. Aber die Zwerge finden ja so allerhand. Achso, nee, ich brauche hier gar nicht. Oder doch, ich muss das Schloss einmal anklicken, ne? So. Das bauen, so, weil ich will die ganze Zeit schlafen, weil die Welle geht gleich los. 1 Minute 36 Sekunden noch. Das werde ich natürlich nicht ganz schaffen hier. Aber wenn ich keine zweite Tür baue, und zwar hier, werde ich hier werde ich die Betten nicht benutzen können hier unten. Was natürlich schlecht ist, ne? So, jetzt hier mal und rein. Und eins hin und hier. Aber die schlafen halt erst, wenn das zu ist, ne? Wenn das Gebäude wirklich dicht ist. Erst dann fangen die an mit Schlafen, Essen und so einer ganzen Sachen. Ah, geht schon gleich los. Schaffe ich natürlich nicht mehr. Ich hoffe, dass ich die trotzdem irgendwie besiegen werde. Das war schwer von aus, dass ich das schaffen werde. Komm, setz die Tür. Ne, erst die Betten. Er hat noch Steine in der Hand. So, ja, hier wollte ich verstärken. Gar nicht so easy peasy rein können. Ja, 20 Sekunden, es geht gleich los. Hier noch eine Verstärkung macht er noch. Jetzt setzt doch mal einer die Tür, mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Wo stehst du hier rum? Macht das wieder irgend so ein Horst von außerhalb oder was? Hier läuft noch einer rum, da ist noch einer. Noch einer, noch einer. Ja, ich habe überall dahin das ganze Zeug, Monsterportal geöffnet. Hier kommt das Monsterportal jetzt. Okay, die sind nicht so schwer, der geht noch so halbwegs. Der ist neu, also den hatte ich früher nie gehabt. Der packt sich ins Skelett einfach hierhin rein und katapultiert das wie so ein T-Box, seht ihr? Oder hier so einen Untoten. So, und jetzt kollt er den hier hin. Und die können sogar die Steine und den Boden kaputt machen. Attacke. Kann natürlich die Tür kaputt machen. Durch das Schutzschild ist das so ein bisschen. Was ist denn jetzt hier? Sag, was macht ihr denn? Ihr sollt angreifen. Er steht da unten rum. Also heute ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja. Oh, den einen auf der Mappe da. Den Loot einsammeln hier. Die kommen hier nicht weiter, seht ihr? Die sitzen, hängen hier fest. Ja, haben wir Pech, ne? Sag mal, wieso kann ich diese Tür nicht bauen? Was ist denn hier los? Vor allem, es baut keiner die Tür, ne? Das ist das Lustige doch. Ist hier noch irgendwas vor? Ne, hier ist doch gar nichts. Keine Fackel, nix. Baut doch mal einer die Tür dahin. Jetzt kommt er mit der Tür. Also. Es scheinen immer noch so ein paar kleine Wegfindungsfehler zu sein. Mein Gott, dass sie eigentlich hier schlafen können. So, und jetzt verschwindet das Rote nämlich auch. Ich hoffe, das war's jetzt erstmal. Genau. Haus fertiggestellt. Jetzt können die ganzen Zwerge nämlich direkt auswählen, schlafen. Genau, jetzt gehen sie nämlich auch pennen. Was werde ich jetzt auch machen? Mit allen. Damit sich jeder auch gleich ein Bett zugewiesen bekommt. Seht ihr, dann ist der Rucksack davor. Und jeder hat nämlich sein eigenes Bett, soweit ich das in Erinnerung habe.
Mal hier noch eine Fackel setzen. Erde setzen. So, damit die mal wieder hochkommen. Und umso besser die Betten sind, umso besser der ganze Komfort in dem Bau ist. Also Stühle, Tische, Schränke und all so eine Sachen. Dadurch wird der Komfort ja erhöht. Das seht ihr hier übrigens beim Totem hier oben. Das steht jetzt Komfort mittelmäßig 46%. Umso wohler fühlen sie sich, umso schneller erholen sie sich und diese ganzen Sachen. Sollte man natürlich nicht außer Acht lassen, sowas. So, jetzt pofen sie erstmal alle eine Runde. Hier ist keiner, hier ist auch keiner. Aber einer fehlt doch. Einer fehlt. Wo ist denn der? Ach Quatsch. Ach, das fehlt gar keiner. Nein. Erzähle ich euch noch einen Käse hier. Nein, also das ist, ich habe noch ein 8. Bett gebaut, weil ich bin nur Level Up und ich hatte schon ein Bett im Petto, habe dann 7 gebaut. Logisch, bleibt natürlich alles übrig. Okay, hä? Wieso werde ich angegriffen? Wo? Ist auch gar nicht meine Hütte hier. Mal gucken, dass sie noch ein bisschen Leben kriegen hier. Ach ne, es wird schon hell jetzt. Ah ja, dann verbrennen sie jetzt halt. Ist mir auch egal eigentlich. Schade um die XP, aber es geht jetzt nicht anders. Ihr seht, sie müssen hier erstmal sich regenerieren. Die haben vorhin bei den Friedhöfen so hart gekämpft schon. So, wir bauen jetzt erstmal einen großen Tisch. Aha, geht gar nicht. Da brauche ich Nägel für. Und Bretter. Und 4. Und dann können wir den bauen. Weil die müssen auch essen mal langsam, die Jungs. Bauen wir 4 Tische. So. Quatsch, so. Werde ich hier mal hier hinbauen, da hinbauen, da. Da geht's gar nicht, da. Werde ich hier noch einen hinbauen. Aber lass sie erstmal schlafen, die Jungs. Ja, was gibt's denn hier noch? Hier ist noch ein Buch. Ach, seht ihr, hier ist die Geschichte, das Bestarium, könnt ihr hier gucken, ne, was es alles gibt und so. Einstellung der Aufgabenprioritäten, kannst du auswählen, wie es haben willst. Kannst du sogar richtig priorisieren halt, ne, wenn man da richtig mitarbeitet und so. Ist schon echt nice gemacht, ne. Oh. Da kannst du die Zeit erhöhen, mal 2, mal 1, also mal 1, mal 1,5, mal 2. So, dann heilen die alle ein bisschen schneller. Kann man später halt sehr gut gebrauchen, wenn man richtig viel Zwerge schon hat und so, ne? So, hier haben die alle ausgeruht jetzt wieder. Wieder alle genug Power. So, dann stellen wir auf 1. Und jetzt werden wir uns mal Nahrung. Man kann natürlich jetzt auch einen Koch anstellen, aber ich glaube, dafür brauchen wir erstmal die Werkbank. Wir werden erstmal nur einfache Nahrung erstmal nehmen, erstmal in die Leiste ziehen und dann einfach hier auf den Tisch klicken. So, machen wir mal einen Tisch mit Bären. Einen Tisch mit... Hier mit, was sind das? Komme ich gerade nicht drauf. Und Tomaten. So, und jetzt kann man sich... Was? Den greifst du denn jetzt an? Hä? Ach, schon wieder Ratten. Na gut, dann mal Attacke, ja. Bevor die sich wieder vermehren hier. Also Ratten sind auf jeden Fall neu dazu gekommen, da bin ich mir ganz sicher. Mittlerweile bin ich mir ganz sicher, dass sie neu dazu gekommen sind. Die gab es früher nicht. Früher sind immer Kobolde durch die Erde gekommen oder so. Oder irgendein anderes Gesocks und dann kommen sie von oben andauernd und ja, aber es wird ja besser, ne, man kriegt bessere Ausrüstung und so, dann haut man auch nicht mehr 3 Stunden drauf rum, dann ein, 2 Schläge, dann platzt das so weg alles. Können wir mal wegmachen. Können wir auch mal hier fällen. Ja, ne, ist nicht bereit zum Einsammeln, okay. Was könnte er noch wegmachen? So, ich wollte ja eigentlich
Netzwerk auswählen. Essen. 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 Wollt ihr schon wieder hin? Wollt erstmal essen gehen, Alter. Ja, komm her. Erstmal noch was. Noch was. Oh, ja, voll. So, der ist unterwegs hier. Der hat auch nur Zweier. Ich bin mir sicher. Ich war mir sicher eigentlich, dass sie auch automatisch essen. Stehlampe. So. Yam, 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 ne? Tisch werden wir voll machen. Er ist doch automatisch. Gut. Ach, das sind Tannenzapfen. So, Mensch. Komm nicht auf den Namen, sag mal. Bin ja echt heute richtig verpeilt, Leute. Ja. Gut, gut. Sieht schon mal gut aus. Betten haben wir. Essen haben wir. Ja, ein Tisch ist übrig. Muss mal gucken. Warte mal, können wir eigentlich eine Feuerstelle machen? Ja, die Werkbank brauche ich immer noch. Wir müssen unbedingt tiefer graben. Wir müssen Eisenerz finden. Das ist der Bogen. Ach, da brauchen wir ja. Hatten wir jetzt schon probiert, ne? Es ist, da brauchst du die Werkbank für. Hier brauchst du denn auch die Werkbank für. Ja, Seile. Habe ich das Rezept für Seile jetzt? Hatte ich das jetzt schon oder nee, ne? Ne, habe ich immer noch nicht. Ist immer noch ein Fragezeichen. Und unbedingt dieses Rezept. Das heißt, wir gehen jetzt auch runter und graben. Bin jetzt einfach ein bisschen nach unten graben hier. Ne, das ist Kohle, glaube ich. Zeug wieder rausschmeißen hier. Wenn wir noch ein paar Leitern bauen. Können es uns ja leisten. Dann sollen wir hier bauen, da bauen. Das mache ich jetzt für die Fackeln, dass wir da Licht haben. Da die gehen dann können dann siehst du viel schneller da hoch und habt ihr gesehen, die rutschen jetzt auf die Leitern runter. Jetzt haben wir aber Essen, wir haben Betten, ein bisschen mehr Komfort reinbringen und jetzt brauchen wir ein paar Ressourcen halt, ne? Wir wollen halt Kohle. Oh. Mensch, was ist denn los? So, das. Das, das, das. Ist mir eingefallen, dass da noch ein Brocken lag. So, damit wir auch was sehen. Nacht bricht an. Die Untoten kommen wieder. Ah, Lagerfeuer zum Kochen, jetzt haben wir's. Na. Hier müssen wir euch auch aufpassen, wenn der vordere Block Kohle ist, kann sein, dass der hintere Block auch Kohle ist, ne? Dann baut das erst ab und setzt dann die Gegenstände. Sieht man nur manchmal echt total schlecht. Da ist Eisen. Wir haben Eisen gefunden. So, hier seht ihr das. Jetzt ist der hintere Block ist auch Cola. So, und jetzt erst die Leiter setzen. Da ist nächster auch nicht.
Es gibt übrigens später Fahrstühle, ne? Also da müsst ihr aber richtig Platz haben. Ich glaube, da müsst ihr zwei da rein und die müsst ihr dann hochbauen. Da könnt ihr richtig geil mit Fahrstühle unten runterfahren. Das ist richtig geil, ne? Aber kommt alles später halt erst alles. Macht auf jeden Fall irre viel Spaß. Oh, jetzt so eine blöde Pflanze. Licht. So, wir wollen erst Eisen hier haben. Und beim Baum müsst ihr aufpassen. Am besten baut ihr erst hier unten und dann die oberen, weil die könntest du auch aus dem Stehen noch raus weghauen. Wenn du jetzt anfängst, irgendwie hier unten die zu bauen, kommst du an die oberen nicht ran. Dann musst du extra wieder Leitern bauen, damit du da reinkommst. Deswegen immer ein bisschen mit Bedacht gucken, wie ihr was baut. Hier hinter sind auch wieder welche. Wir können auch hier mal das. Oder ne, das so weit ist ja nicht weg. Auch noch mal durch den Hintergrund immer darauf achten, dass ihr den mit abbaut. Also nicht immer, ne? Wenn ihr nur, wenn ihr seht, hier ist ja zum Beispiel jetzt nichts, seht ihr ja, ne? Weil hier ist halt der Hintergrund auch Eisen, also nicht vergessen, das auch mit einzusammeln. Hier ist zum Beispiel jetzt nichts im Hintergrund, seht ihr? Gut, bis da oben hin, da müssen wir eh eine Leiter haben. Dann werden wir mal hier eine setzen. Oh, hier ist ein Tunnel. Ein Secret-Tunnel. Erst immer schön oben alles wegbauen und dann erst nach unten gehen. Schöne Axt, eine Eisenaxt. So, jetzt können wir mal langsam. Machen wir so langsam an die anderen Sachen ran. Jetzt geht es langsam los. Guck mal, hier ist noch ein Säbel. Schmied, Bergarbeiter, Maria Müller, Steinmetz, Krieger. Der kriegt natürlich den dicken Säbel hier, ne? Der hat plus 17, der Knüppel hat plus 15. Na gut. So fett ist er dann auch nur wieder nicht. Jetzt habe ich hier eine Leiter gebaut. Da können die raufhüpfen und dann können die abbauen. Dann bauen wir das hier gleich mit weg. Das sind Kristalle, die bauen wir auch gleich ab. Dann noch was. Also ich versuche. Oder man hätte sich auch hier reingraben können oder am besten hier. Dann die ganze Kohle abbauen, immer weiter runter, dann das ganze Eisen. So kann man es natürlich auch machen, ne? Das ist jedem selbst überlassen, wie er was gräbt oder so. Was am effektivsten ist, das werdet ihr da schon irgendwann rausfinden. Und Kristall abbauen. Können das eigentlich auch machen mal, ne? Wir können hier runter das auch mal wegbauen alles. So, es gibt 5 Gehirn und 4 Harz. Ist so Bescheid, ne? Lederstuhl. Sehr schön. Leiter entfernen. Kohle brauchen wir auch, ne? Für Stahl, glaube ich. Das haben wir jetzt. Können wir hier erstmal langsam runterbauen. Die Kohle nicht vergessen hier oben. Das werde ich dann gleich wieder zubauen hier. Habt ihr euch toll eingegraben, Jungs. Wollte eigentlich das hier haben, deswegen habe ich das dahin gemacht. Oh, 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 was ist denn hier? Achso. Kannst sagen. Ja, der kann von da abbauen. Ja, der kann von hier abbauen und von da müsste eigentlich alles gehen. Aber ich das hier nämlich weg haben möchte.
zu machen. Stahlspitzhacke. So, er kann dann hier runterklettern. Den wollte ich jetzt wegmachen, damit sie hier leichter hoch können. Ich wollte jetzt extra, nicht extra eine Leiter bauen, weil ich baue hier gleich wieder zu. Dass sie hier 1000 Löcher in der Erde haben. Das hier sind, da sind so Würmer drin oder sowas. Oder Käfer, ich weiß nicht mehr genau. Sobald man sich hier hingräbt, schlüpft er. Muss halt aufpassen. So, dann haben wir jetzt in dieser Folge haben wir schön Erz abgebaut, sind schon mal nach unten gegangen, wie versprochen, und haben auch noch ein bisschen Kohle auch noch hier geholt und Eisen, und jetzt werde ich mal zusehen, dass ich das nächste baue, und das sehen wir auch dann in der nächsten Folge. Er hat hier gerade Mut, er macht den Moonwalker. Wollte einen auch Michael Jackson gerade machen hier. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Leute, und schaltet wieder ein. Würde mich wirklich freuen. Lasst mir ein Abo da. Support ist kein Mord. Ein Daumen nach oben wäre wirklich toll. Würde mich sehr darüber freuen. Die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und ja, Buch des Bergarbeiters. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Feljack. Tschüss.